Word-Formatvorlagen. In diesem Video möchte ich hier die Word-Formatvorlagen vorstellen. Was sind überhaupt Formatvorlagen? Formatvorlagen sind quasi ein Paket von verschiedenen Formatierungen. Das heißt, ich kann ja hier auswählen die Textart, also die Schriftart. Ich kann Schriften farbig markieren. Ich kann sie unterstreichen und vieles, vieles mehr. Ich kann Absätze erstellen. Und damit man das Ganze nicht immer wieder manuell hier einstellen muss, kann man hier sozusagen ein Einstellungspaket abspeichern und dieses dann einfach mit einem Mausklick abrufen. Das hat natürlich dann den Vorteil, es geht dann, wenn man eben viel mit sowas arbeitet, es geht schneller und es ist immer 100% gleich. Das heißt, man hat da nicht irgendwie kleine Unterschiede drin, die dann unschön aussehen können. Wir haben hier bereits vorgefertigte Formatvorlagen. Das Ganze möchte ich mal in diesem Beispiel hier demonstrieren. Ich habe hier einen Titel, dann habe ich hier Überschriften und hier meinen normalen Fließtext. Und den Titel, den wähle ich einfach hier. Für den nehme ich hier die Titelvorlage. Für die Überschrift nehme ich hier die Überschrift 1. Und das ist hier ein Unterpunkt von dieser Überschrift, deswegen wähle ich hier einfach Überschrift 2. Und wir sehen, wir haben mit einfachen Klicks bestimmte Pakete von Formatierung mit einem Mausklick eben angewandt. Wenn man eigene Vorlagen erstellen möchte, kann man dies am einfachsten tun, indem man zum Beispiel hier Anpassungen vornimmt. Dann gehen wir auf dieses Unterfeld Weitere, Formatvorlage erstellen. Wir können hier einen Namen dafür auswählen, können hier auch noch weitere Änderungen vornehmen, die hier vielleicht noch nicht drin sind. Ups. Und klicken einfach auf OK. Und jetzt haben wir hier die Formatvorlage und können diese einfach übernehmen, indem wir in die entsprechenden Bereiche eingehen oder indem wir die Bereiche markieren. Es gibt ja auch noch ein weiterführendes Menü. Wenn wir hier auf diesen Pfeil klicken, öffnet sich das. Das kann hier als Fenster erscheinen oder man kann das hier einfach an die Seite reinschieben. Das zeigt nochmal hier spiegelbildlich unsere Überschriften. Wenn ich auf Vorschau anzeigen klicke, kann man sehen, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht. Standard ist eben hier unsere Standardschrift. Das heißt, das ist das, was Word normalerweise vorgegeben hat, wenn man keine Änderungen nimmt. Und die habe ich ja gerade erstellt, wie wir gesehen haben. Und wir können hier weitere Veränderungen vornehmen. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So. Ich habe ja jetzt zum Beispiel hier die ganzen Überschriften 1 eingestellt. Wenn mir das noch nicht so gefällt, wie das hier aussieht, dann kann ich hier unten auf Moment, hier auf Überschrift rechtsklick und dann ändern gehen. Das Ganze kann man auch eben hier oben machen, rechtsklick ändern. Dann komme ich hier in mein Menü für Formatvorlage ändern. Hier kann ich eben die Schriftart anpassen, die Größe, Farbe, linksbündig, rechtsbündig. Und wenn es weiter in die Tiefe gehen soll, klicke ich hier auf Format und kann hier viele, viele Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Deswegen ist es halt wichtig, immer mit Word ein bisschen rumzuspielen und man kann dann eben sehen, was passiert. Also einfach mal ausprobieren, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich kann hier Absätze erstellen und so weiter. Das würde jetzt zu weit in die Tiefe gehen, wenn ich das erkläre, aber einfach mal ausprobieren und keine Angst, das kann nichts passieren. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt einfach hier meine Änderung vorgenommen, ich klicke auf OK, man sieht, es ändert sich auch hier. Und das Schöne ist eben, das wird direkt für alle Bereiche übernommen, wo ich eben die Überschrift 1 vorgenommen habe. Genauso wie Formatvorlage 1, da könnte ich jetzt auch nochmal hier, um das nochmal zu demonstrieren, ich mache das mal kursiv weg, okay, und man sieht, es ändert sich sofort überall da, wo ich diese Vorlage verwende. Vorlagen verwalten kann man hier in diesem Feld, das heißt, wenn ich eine Vorlage, die ich hier erstellt habe, nicht mehr möchte, dann muss ich die hier einfach raussuchen, kann sie hier löschen und mein Text wird eben wieder auf Standard
zurückgesetzt, den ich vorher in Vorlage 2 drin hatte. Es gibt dann noch hier, auch nicht das, sondern hier den Formatinspektor. Da kann man eben auch sehen, welche Formatierung gerade aktiviert ist und könnte sie zum Beispiel auch wieder löschen. Und hier gibt es auch noch ein weiterführendes Menü Formatierung anzeigen. Da geht es wieder ins Detail rein. Das heißt, ich kann hier wirklich jetzt konkret sehen, welche Einstellungen hier in Überschrift 2 vorgenommen sind. Das sieht man hier sehr schön. Wenn ich jetzt hier Änderungen vornehme, wirkt sich dies allerdings nicht auf alle anderen Überschriften 1 aus, sondern eben nur auf diese Überschrift. Moment, ich zeige das mal. So, jetzt habe ich hier die Änderung vorgenommen, das wirkt sich eben nicht auf die anderen Bereiche aus. Wenn ich wirklich Änderungen vornehmen möchte für alle Überschriften, muss ich das, wie gesagt, über Rechtsklick auf Ändern hier vornehmen. Erst dann wirkt sich das aus. So. Jetzt hat sich bei mir noch eine kleine Sache versteckt. Das sieht man vielleicht, wenn man hier einfach mal das rausschiebt, wenn das bei euch noch nicht angezeigt wird. Und zwar das Feld Optionen. Hier kann man auswählen, welche Formatvorlagen angezeigt werden. Das sind nämlich nur die empfohlenen Formatvorlagen, damit es übersichtlich bleibt. Man könnte eben hier auch alle Formatvorlagen anzeigen, die Word eben so vorgegeben hat. Und da sieht man eben, wie viele Überschriften man hat. Und hier geht es wirklich weit in die Tiefe. Da kann man sich auch mit beschäftigen, wenn man Lust dazu hat. Ich stelle das wieder zurück. Und man kann hier die Sortierung eben vorgeben. Entweder eben wie empfohlen, das ist halt so eine Word-Empfehlung. Oder alphabetisch oder auf Schriftart, wie auch immer. Und hier ist noch dieses Feld bei Verwendung der vorherigen Ebene nächste Überschrift. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Überschrift 3 verwenden würde, wird automatisch dann die Überschrift 4 noch wieder eingefügt und so weiter. So. Wer selber bestimmen möchte, welche Formatvorlagen hier im Bereich Empfehlung angezeigt werden, der klickt hier einfach auf Formatvorlagen verwalten und geht hier unter das Feld Empfehlen. Hier kann man eben auswählen, was hier angezeigt werden soll. Wir haben hier unsere Formatvorlage erstellt. Ich könnte jetzt entweder das Ganze ausblenden lassen, dann wird das hier gar nicht mehr angezeigt, oder eben ausblenden lassen, bis es einmal verwendet wird. Das ist das gleiche wie mit den Überschriften, die dann hier eingeblendet werden oder so ähnlich, und anzeigen, damit das eben immer angezeigt wird. Hier mit dieser Nummerierung zeigt eben die Reihenfolge. Die kann man eben hier auch doppelt verwenden. Das heißt, wenn ich hier jetzt auch 10 eintrage, dann wird das hier alphabetisch sortiert. Und ich kann hier zum Beispiel nach unten drücken, um die Reihenfolge zu verändern. Das Ganze geht noch schneller, wenn ich hier den Wert zuweise, zum Beispiel 10. Oder ich kann hier das auch als letzte vorlegen. Und so kann man sich eben hier diese Empfehlenliste selbst zusammenstellen und sich das so zusammenstellen, dass man wirklich nur die Dinge drin hat, die man auch tatsächlich benutzt, und um das Ganze halt eben übersichtlich zu halten.